Ja, ich habe das mal Wahrscheinlichkeit unter Bedingung genannt, so ein typisches Beispiel und nochmal gleich der Hinweis, was ich euch nur empfehlen kann, euch immer deutlich zu machen. Ihr habt eine Aufgabe, es geht zum Beispiel um Schrauben. Ja, das nehme ich ja sehr häufig das Beispiel seit vielen Jahren. Und ihr produziert Schrauben, ja, und 95% haben eine korrekte Norm bei der Produktion und dann werden die auch noch lackiert und jetzt davon, also von denen, das ist unter Bedingung, ja, also unter der Bedingung, dass sie eine korrekte Norm haben, sind davon auch 99% korrekt lackiert. Von denen, das habe ich jetzt mal hier so ein bisschen abgekürzt, die keine korrekte Norm haben, sind 98% korrekt lackiert. Und egal, welche Frage kommt, sich das jetzt erstmal zu verdeutlichen, nämlich, wo steckt eine Wahrscheinlichkeit, wo ich weiß, okay, weil wir haben ja offensichtlich etwas mit Norm, die korrekt und nicht korrekt ist, und mit der Lackierung, die korrekt und nicht korrekt ist. Jetzt ist ja die Frage, von welchem Baumdiagramm haben wir entsprechend die Werte? Und ihr solltet sowohl das Baumdiagramm, was man hieraus sich ziehen kann, beschriften können, als auch das, na, nennen wir es mal das umgedrehte Baumdiagramm. Ihr seht gleich, was es ist. Und die Vierfeldertafel solltet ihr soweit eigentlich auch zeichnen können. Wir haben hier 95% Norm korrekt, das wäre 0,95, denn davon, von denen, ne, mit 95% korrekter Norm, davon sind 99% korrekt lackiert. Also sagen wir mal, die Lackierung ist korrekt und das sind dann eben 99%. Was weiß man jetzt? Na, dann sind eben, ne, 0,011% nicht korrekt lackiert. Man sieht, von denen, die nicht die korrekte Norm haben, wenn 95% die korrekte Norm haben, na, haben 0,055% keine korrekte Norm. Und wieder davon, das ist eigentlich so der Hinweis, davon sind wiederum korrekt lackiert 98% und dann eben 2% nicht korrekt. Man hätte ja auch sagen können, okay, korrekt lackiert und nicht korrekt lackiert. Und davon Norm korrekt, nicht korrekt und hiervon Norm korrekt, nicht korrekt. Aber ich hoffe, ihr seht es jetzt, ne? Hiermit könnt ihr starten und jetzt gehen halt die Prozesse los. Und das habe ich ja in einzelnen Videos in der Playlist bedingte Wahrscheinlichkeit, Satz von Bayes, mit vielen Beispielen, auch den Schreibweisen, dass man jetzt versteht, okay. Wenn ich multipliziere 0,95 mal 0,99, bin ich bei der Wahrscheinlichkeit P von Norm korrekt und die Lackierung korrekt. Und das ist im Zusammenhang hier das, was man ja eigentlich dann haben möchte, nämlich eigentlich eine völlig korrekte Schraube, von der Norm her korrekt und von der Lackierung her korrekt. Und was man jetzt auch dann sehen sollte, ist, okay, die Wahrscheinlichkeit für komplett, dass die Lackierung korrekt ist, hockt ja aber nicht nur hier, denn wir haben ja auch, wenn wir hier multiplizieren, eine nicht korrekte Norm, aber davon die Lackierung korrekt wäre P von Norm zwar nicht korrekt, aber und Lackierung korrekt, die beiden zusammen addiert, wäre komplett die Wahrscheinlichkeit für die Lackierung ist korrekt. Und das kann man jetzt auch noch in eine Vierfeldertafel übertragen oder eben in ein umgedrehtes Baumdiagramm. Man kann sich den Zusammenhang herleiten, wie man auf eine bedingte Wahrscheinlichkeit kommt. Ich wollte hiermit nur deutlich machen, wenn man sich das am Anfang so verdeutlicht und dann in die Aufgabe reingeht, dann solltet ihr keine Probleme haben, das ja, entsprechend richtig zu beschriften und auch die Aufgaben gut zu bewältigen.